Die Empörung über die Rentenreform in Frankreich dauert an. Die Regierung hatte sie am 20. April per Dekret in Kraft gesetzt. Unter anderem wird das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben. Die Gewerkschaften und Protestler wollen das nicht akzeptieren und haben kurzzeitig den Sitz des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele 2024 in Paris besetzt. Die Reform ist malheureusement promulguée et les décrets 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça veut pas dire qu'on l'accepte. Bah non, mais ça veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de pas l'accepter va bouger, ça sera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eu jusqu'alors. Ankündigungen, die auch von anderen, wie zum Beispiel dem linken Politiker Jean-Luc Mélenchon, gemacht wurden. Was die Gegner konkret unternehmen wollen, sagten sie nicht. In einigen Orten wie in Toulouse kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.